Drückt schon mal auf das Plus und auch auf das Herz, denn Epic Games hat heute was Geisteskrankes wieder in den Itemshop gebracht. Und zwar haben wir heute das ganze Gesamtpaket von Dragon Ball wieder mit in dem Itemshop bekommen. Finde ich sehr, sehr nice. Vor allem, wenn man auch Dragon Ball Fan ist, passt das total. So, dann der vorgestellte Bereich. Haben wir nichts Besonderes. Wir haben ja hier zwar den neuen Muskelkater-Skin, ne, und hier auch noch den Seth-Skin, ne, der jetzt auch vorgestern rausgekommen ist. Ansonsten, den täglichen Bereich haben wir auch wieder ein Mario-Skin, den Finsterherz, drei Emotes und die Schädelspalter-Spitzhacke. Dann haben wir unten noch die Walking Dead-Skins. Ist jetzt nichts mehr Besonderes, genauso wie die FNCS-Skins, ne. Ist auch alles gleich geblieben. Rick and Morty ist auch noch am Start. Ne? Aber die ganzen DC-Skins sind endlich draußen. War auch ein bisschen zu viel. Wenn euch davon irgendwas holen möchtet, dann sehr gerne mit meinem Creator-Code Simon. Kuss geht auf jeden Fall an alle raus.